Merry Christmas, alles, alles Liebe zu dir und eine ganz besinnliche, schöne Weihnachtszeit wünscht dir dein Mr. Broccoli. Schön, dass du da bist im Vegan Podcast und auch jetzt zur Weihnachtszeit diesen Podcast hörst. Und deshalb schenke ich dir meine 5 besten Strategien, wie du unbeschadet, und zwar unbeschadet in Form von zusätzlichen Fettkilos auf der Waage durch diese Festtage kommst. Jetzt also die 5 besten Tipps. Hallihallo, ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend und noch hervorragender, weil du die Festtage so gut genießen kannst, ohne jegliches schlechtes Gewissen und dir auch mal was gönnen kannst. Und vor allem was Schönes essen kannst und dementsprechend, dass du das eben auch machen kannst, hier die 5 besten Tipps, dass du kein Fett, kein zusätzliches Fett auf die Waage bekommst, im Optimalfall sogar dein Muskelanteil oder deine straffe Figur sogar noch verstärkst, weil du diese 5 Tipps strategisch nutzt. Tipp Nummer 1 ist Intermittent Fasting an den Tagen, an denen es die größte Vollerei gibt. Also beispielsweise, wenn du wie heute am ersten Weihnachtsfeiertag mittags zum Essen eingeladen bist, dann empfiehlt es sich einfach bis mittags nichts zu essen und dann vielleicht am Abend noch eine kleinere Mahlzeit zu essen und die Hauptmahlzeit dann natürlich eben mittags einzunehmen. Durch das Intermittent Fasting sind deine Glykogenspeicher in den Muskel leer. Das sind also, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die Kohlenhydratreserven, die in den Muskeln gespeichert sind und die sind dann über die Nacht und über den Vormittag hinweg aufgebraucht und dementsprechend müssen die wieder aufgefüllt werden und wenn die voll sind, dann würde eben die überschüssige Kalorienmenge in Form von Fett abgespeichert werden. Wenn sie aber leer sind, dann ist es gar kein Problem, weil dann wandern sie eben in die Muskelzellen und werden dort eben in den Hochofen der Muskeln verbrennt. Also Intermittent Fasting, wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, gerne in die Shownotes schauen, da haben wir 1 bis 2 Artikel dazu verlinkt. Dann natürlich Training. Und ich empfehle hier kein Cardio-Training. Warum? Weil wenn du jetzt einfach nur joggen gehst oder irgendwie auf den Stepper gehst und so weiter, hast du relativ wenig Muskelaktivität. Also das heißt, die Muskeln werden zwar natürlich schon bewegt, allerdings wenig gereizt, sodass sie wachsen. Das heißt, du verbrennst in dieser Aktivität zwar Kalorien, diese Rechnung geht aber meistens nicht auf, da du viel weniger Kalorien während dem Sport verbrennst, als du dann durch das große Essen wieder zu dir nimmst. Also beispielsweise müsstest du ja für eine Portion Pommes, ich glaube, über 1,5 Stunden laufen oder joggen gehen, dass du nur diese eine Portion Pommes an den Kalorienmengen verdaust. Also von daher versuche hier ein Ganzkörperintervalltraining einzubauen, so gut es geht, dass du eben versuchst Klimmzüge, Liegestütze, Burpees, Sit-Ups und diese ganzen Dinge macht, also beispielsweise Freeletics oder ein Full Body Workout, sodass du eben jegliche Muskelgruppen im Körper wirklich strapazierst und da gern auch, wenn du fortgeschritten bist, die ein oder anderen Gewichte mit dazu nimmst, um da eben auch einen Muskelreiz zu setzen, sodass der Muskel dann beschädigt wird und wachsen möchte, denn dann wird ganz, ganz sicher die aufgenommene Kalorien- und Kohlenhydratmenge natürlich eben auch in die Muskeln transportiert, weil da werden sie jetzt ja auch gebraucht. Wohingegen, wenn du keinen Sport vorher gemacht hast, wenn du zum Beispiel auch nicht gefastet hast, dann ist natürlich eigentlich noch alles in Ordnung. Wir brauchen nicht unbedingt eine Mahlzeit und dementsprechend hat der Körper natürlich freie Auswahl, weil die in die Fettzellen zu speichern, weil eben die Muskeln noch voll sind. Tipp Nummer 3, intelligente Essensreihenfolge. Ein Geheimtipp da vorab, bevor das große Essen losgeht, zieh dir 30 Minuten vorher vielleicht einen kleinen Proteinshake rein oder irgendeine magere Proteinquelle, die dein Sättigungsgefühl schon mal veranlasst, da
zu Tage zu kommen, denn das Sättigungsgefühl braucht oft etwas Zeit und wenn du völlig ausgehungert vor dem Festmahl sitzt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du im All-You-Can-Eat-Beast-Modus bist und dieser Beast-Modus sagt einfach nur Schlag zu, Schlag zu und du inhalierst die Kalorien quasi, anstatt dass du sie isst und das wollen wir natürlich vermeiden. Dementsprechend magere Proteinquellen, du kannst auch ein bisschen Gemüse essen, Brokkoli beispielsweise, ne? Und da einfach schon mal deinen Magen ein bisschen vorsättigen. Die mageren Proteinquellen haben den Vorteil, dass sie wenig Kalorien haben, aber sehr, sehr sättigend sind und dann dementsprechend hinterher auf dein Hungergefühl einzahlen und du dann schneller satt wirst. Tipp Nummer 4. Geht auch wieder in die Ernährung und zwar wie du isst, auch da wieder intelligente Reihenfolge, beginne die Hauptmahlzeit auch mit viel Gemüse und viel Protein, denn wie schon gerade angesprochen, macht das eher satt und wenn du am Anfang eben vor lauter Hunger dir die Nudeln, dir die Kartoffeln, dir die leeren Kohlenhydrate reinschaufelst, dann hast du natürlich wenig Nährstoffe aufgenommen, also wenig Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, auch wenig Enzyme, die du eigentlich benötigst, sondern du hast eben nur dann Makronährstoffe aufgenommen, wie Kohlenhydrate, die du natürlich auch benötigst, um Power zu haben. Wenn du aber natürlich keinen Sport gemacht hast oder wenn du dich auch während diesen Tagen wenig bewegst, dann brauchst du diese Power gar nicht so stark. Und dementsprechend brauchst du auch nicht so viel Kohlenhydrate. Also, fang am besten an mit den Eiweißquellen. Da eben ganz, ganz viel Gemüse, vielleicht auch ein Stück Tofu, wenn du es dir über die Festtage gönnst. Linsen, Bohnen, diese ganzen Geschichten. Oder wenn du im Frühstück dann bist, Smoothies, grüne Smoothies vor allem, dass du da einfach richtig, richtig viel Gemüse und Volumen eben auch reinbringst. Ja, und dann habe ich noch den Tipp schlechthin, Nummer 5. Und der geht natürlich auch wieder in die Richtung Bewegung. Und dann gibt's gleich noch einen Geheimtipp. Tipp Nummer 5 ist Bewegung. Die Bewegung während diesen Tagen ist eben ganz wichtig. Vielleicht nicht nur eine Sporteinheit machen, sondern eben auch rausgehen, einen großen Spaziergang machen, mal durch die Stadt laufen. Vielleicht hast du Schnee bei dir, dann geh Schnee schippen, spiel mit deinen Kindern, mach eine Schneeballschlacht. All diese Dinge zahlen natürlich auch auf dein Kalorienkonto ein und kannst dir dann da das ein oder andere Weihnachtsplätzchen mehr gönnen. Denn das ist zusätzliche Bewegung, die du sonst nicht hast und die da auf dein Kalorienkonto einzahlt. Ja, und dann letztlich noch mein Geheimtipp, auch den habe ich in einer Podcast-Episode schon mal erwähnt, was die Lebensmittelauswahl angeht. Wenn du jetzt beispielsweise bei einem All-You-Can-Eat-Buffet bist oder wenn die Mama für dich gekocht hat oder wo auch immer du bist und es gibt sehr, sehr viel Auswahl, beschränke dich auf weniger Lebensmittel, denn alles von allem ein bisschen probieren funktioniert nicht, denn jeder Inhaltsstoff, jedes Lebensmittel bringt seinen eigenen Geschmack mit und das möchtest du natürlich vermeiden, weil jeder Geschmack bringt natürlich dann wieder ja mehr Hunger mit sich. Das heißt, wenn du jetzt erst Saures isst und dann noch was Süßes isst und dann noch was Bitteres isst und dann noch was Salziges isst, willst du von jedem dann nochmal mehr und das killt natürlich dann eben dein normales Sättigungs- und Hungergefühl und das wollen wir natürlich vermeiden. In diesem Sinne wünsche ich dir besinnliche Weihnachtsfeiertage. Wie gesagt, schau auf unserem Blog vorbei für noch mehr richtig gute Strategien und ich wünsche dir in dem Fall jetzt alles, alles Liebe. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Vergiss nie, du bist ein Geschenk für diese Welt und nicht nur für diese Welt, sondern eben auch für deine Mitmenschen. Die brauchen dich. Sei lieb zu ihnen. Sei ein guter Mann, sei eine gute Frau, sei ein gutes Kind. Nicht nur deinetwillen, nicht nur ihretwillen, sondern der gesamten Weltwillen und seid gut zueinander, liebt euch, denn das ist das Wichtigste. Alles, alles Liebe, euer Mr. Brown. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt
diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.